Ein ganz herzliches Willkommen auf einer neuen Alpentour, die ich vorhabe. Diesmal soll es durch die Schweizer Alpen gehen, Richtung Liechtenstein und Bodensee. Ich starte hier in Interlaken. Da bin ich mit dem Drahtesel, mit dem Zug dorthin gekommen und wollte heute eigentlich Richtung Grindelwald fahren. Jetzt hat es die Bahn aber geschafft, so viel Verspätung einzufahren, dass aus diesem Plan vermutlich nichts wird. Wahrscheinlich werde ich mir dann irgendeinen Campingplatz unterwegs suchen. Aber es ist ja auch nicht schlimm, ein bisschen Abenteuer hat noch keinen geschadet. Interlaken liegt ja hier so quasi zwischen den beiden Seen, dem Brienzer See und dem Thuner See, so an der Landbrücke. Die Aare fließt dadurch und ja, die Stadt hat sich, glaube ich, sehr für wohlhabende asiatische Touristen eingestellt. Also der Anteil hier ist schon signifikant hoch. Aber die gehen wahrscheinlich auch dahin, wo es schön ist. Und schön ist es hier allemal. Ganz schön was los hier in diesem kleinen Örtchen. Ich hätte mir das irgendwie viel größer vorgestellt. Aber ziemlich überlaufen. Ja, und ich mache mich jetzt auf Richtung Südosten, Richtung Grindelwald und schau mal, wie weit ich komme. Ich glaube, da gibt es sehr schöne Radwege. Da freue ich mich drauf. Und in dieses Tal zur Linken muss ich jetzt rein. Das sind schon gewaltig hohe Berge. Und das sind noch nicht mal die höchsten hier. Die hoffe ich morgen zu sehen. Ja, so wie es aussieht, muss ich eigentlich nur der Route 61 folgen, dieser blauen Berner Oberlandroute. Große Scheidegg, Grindelwald, Lauterbrunn auch, das sind alles noch Stationen, die ich auf meine Reise eingeplant habe. Und so wie es ausschaut, geizt dieser Radweg 63 nicht mit Reizen. Hier eine ganz tolle Holzbrücke in Widerswil, da fahren sogar Autos drüber. Unglaublich. So, dann kommt auch schon der erste kleine Berg. Das geht hier zu einem Bachtal entlang, aber der Fahrradweg scheint einer alten Straße zu folgen. Und die ist eben nicht so schön eben, sondern geht auch ein bisschen hoch. Dafür öffnen sich schon die ersten Ausblicke. Wie schön. Nun bin ich ein Stückchen auf so einem Schotterweg geradelt. Für Gravelbikes muss man sagen, wahrscheinlich angenehmer zu fahren als so mit Gepäck. Aber es sieht sich in Grenzen. Und hier scheint sich das nun zu teilen. Links, also geradeaus, geht es nach zur großen Scheidegg, nach Grindelwald. Und hier rechts nach Lauterbrunn und Wengen. Da wollte ich dann mal morgen vorbeischauen. Ja, aber nichts los hier. Ein paar Jogger. Kaum Radfahrer, schon schön. Ja, und da rechts, wo das Tal nach Lauterbrunn hochgeht, da hascht man auf einmal so einen Blick auf die 4000er. Das ist natürlich richtig cool da oben. Da ist selbst im Sommer noch richtig Schnee. Wie schön. Also hier ist ja ein Motiv schöner als das andere. Da komme ich überhaupt nicht mehr weitergefahren vor lauter Staunen. Was für ein tolles Tal. Wirklich. Einmalig schön. Und so mit der Abendsonne im Rücken sind das wirklich ganz tolle Farben hier. So, ich habe mich jetzt doch mal für die Straße entschieden, weil mir das Schotter auf Dauer zu anstrengend war. Und ich glaube, effizienter und ökonomischer ist es, wenn man der Straße folgt, zumal sie ja gar nicht so stark befahren ist.
Und was hier auf den ersten Blick aussieht, ist eine Zahnradbahn. Vielleicht auch eine ist, wenn ich das genauer anschaue. Das ist tatsächlich die reguläre Strecke zwischen Interlaken und Grindelwald, die die Berner Oberlandbahn befährt. Nun wird es hier langsam Abend. Ich pendle immer zwischen dem Radweg 61 und der Straße. Der Radweg ist, ja, geht mal auf und mal bergab. Da hat man also deutlich mehr Höhenmeter als auf der Straße. Aber schöner ist er allemal. Insofern bin ich jetzt wieder auf dem Radweg und freue mich an der fast verkehrsfreien Zone hier. Die Frage ist natürlich, komme ich noch rechtzeitig an den Campingplatz an? Und wenn ja, an welchen? Und nach diesem dunklen Abschnitt am Fluss entlang erhebt sich jetzt wieder auf einmal so ein Berg und da kommt Grindelwald in den Blick. Das liegt auf so einem Plateau. Sehr schön.